Herzlich willkommen zur 70. Folge Simotrans mit dem Felix. Tag. So, ich werde jetzt meine Kameraperspektive auf Felix stellen. Und ja. So. Ich weiß gar nicht, wo ich arbeite. Ich stelle es einfach mal hier hin, weil hier ist am meisten, hier passiert am meisten, glaube ich, gerade. Und dann würde ich sagen, viel Spaß euch, ich bin 20 Minuten wieder da. Echt jetzt? Ist jetzt wirklich gegangen? Ja. Nee, ich habe mir noch selber genug zu tun. Das ist das Problem. Das Problem ist halt auch, ich habe zwar selber genug zu tun, aber das andere Problem ist, ja, 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 ja. Was kein Profil. Ich habe die groß gebaut, meine Arbeiterlinien. Ja, ich zu klein. Ja, wo fährst du hin? Ach, das habe ich darüber gemacht, über den Übergabebahnhof. Okay. Okay, Wildberg rastet hier schon völlig aus. Achso, Wildberg ist um. Ach ja, Wildberg muss ich noch umbauen. Achso. Echt jetzt? Was denn? Wo ist denn mein Gasthof? Fleisch, Fisch, Wein.
Wie kriegt man das am besten hin, ohne die Passagiere zu löschen? Ich sehe gar nicht. Ja, wo stehst du denn rum? Oh. Hier ist ein dicker fetter Stau. Bei mir oder bei dir? Bei mir. Deswegen ist mein Betriebsgewinn auch so immer eben um 400.000 eingebrochen. Gut, wenn die alle natürlich voll rumstehen, ist das natürlich klar. Alles elektrifiziert. Das ist ja auch alles. Dann elektrifiziere ich mal einfach alles. Um mich vielleicht in diese Folge schon wieder um den Ausbau von meinen Städten zu kümmern. Ich schaff das schon. Mich erfolgreich dagegen zu wehren. Wenn das Ihr Ziel ist. Ja, ich versuche das jetzt so lange rauszögern, bis ich wirklich nichts mehr zu tun habe, um es dann zu machen. Ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass jetzt irgendwann demnächst die vernünftigen Züge kommen werden. Gehst du davon aus oder weißt du das? Nee, ich gehe davon aus. Ich weiß es tatsächlich nicht. Dein Getreidehof 1 sieht ja recht gut aus, würde ich mal sagen. Was bist denn du hier vorne? Wo willst denn du hin? Ach, das ist ein Getreidehof 1 mit 276 Passagieren, die er hier gerade hinbringt und abholt.
Dann stehen noch 1000 hier oben. Leute fahren nur mit. Fahren nur 5 Leute mit. Die Oberzugbrücke 770. Die viel interessantere Frage ist, warum findet das Ding keinen Weg? Welches? Wenn man einer Zug, ob ich denn jetzt die Schiene vergessen, das ist die große Frage oder so ähnlich, ne? Wo ist denn der Zug? In dem Depot bei Wald 1, aber das ist ja nicht die wichtige Strecke, so. Eigentlich ist es ja erst wichtig ab der einen Kreuzung, wo noch keine Züge drauf fahren, weil bis dahin sollte der definitiv Weg finden. Was ist das für ein Zug? Von wo bis wo soll der fahren? Von Lucca Fracht nach Stahlwerk 1. Wo ist denn Lucca Fracht? In Lucca unter Boden. Wo ist denn Lucca? Das heißt, der fährt ja theoretisch schon hier lang. Fährt dann theoretisch hier rüber. Hört da auf. Ist das ein Elektrozug oder ein normaler Zug? Okay, da kann er ohne Probleme fahren. Und du holst das aus dem Depot raus und der erste Halt ist wo? Von Lucca Fracht nach Stahlwerk 1. Und der erste Halt ist wo? Ganz oben das Ding. Und bei Lucca Fracht und auch bei dem anderen Stahlwerk 1 habe ich ganz oben den ausgewählt. Warte mal, ich muss mal ganz kurz. Da muss ich mal ganz kurz bei dir reingehen. Ey, warum ist das ein Abrisssymbol hier? Und der Zug steht wo? In dem Depot am Arsch der Welt. Ganz hinten bei Wald 1. Das ist der Zug, der da fährt. Der das drauf fahren soll, ja. Lucca Fracht 1. Weiß nicht, ob das ein ausschlaggebender Punkt ist, aber guck mal direkt bei dem Depot. Ja. Da, wo die Stromleitung drüber geht. Ja. Es sieht optisch so danach aus, dass die Stromleitung da unterbrochen ist. Aber da
Hält dann Zug die ganze Zeit schon lange da Elektro ist. Eigentlich ist die ein, der erste Punkt, wo kein Zug aktuell fährt, hinten beim Sägewerk die Kreuzung. Okay. Ich habe ihn jetzt mal geändert ganz kurz, dass er jetzt erst zum Stahlwerk 1 fahren soll. Und ändern jetzt mal um. Also wird es ab dem Stahlwerk 1 irgendwo ein Fehler sein dann, oder wie? Okay, dann fahren wir mal weiter. Das heißt, da vorne kriegt er ein Problem. So, mal gucken ab hier. Ab da findet das auch nicht zurück. Das heißt, zum Stahlwerk kommt der hin. Wo soll er sonst noch hinfahren? Luca Fracht 1. Dann muss es ja auf der Linie. Und danach da ein Problem geben. Also zum Stahlwerk hin. Quatsch, zum nach Luca hin. Wo soll er hin? Ach, das ist nur Strelitz. Wo ist denn Luca jetzt wieder hin? Luca war hier oben. Das heißt, es müsste von hier nach da drüben ein Problem geben. Aber ich sehe keins. So, alle Schienen sind verbunden, alle Elektro ist verbunden. Also ich sehe eigentlich nichts, außer dass irgendwo irgendwas verbuggt ist, wenn überhaupt so ungefähr, aber... Sonst sehe ich eigentlich nichts. Hallo? Felix Gaming is left, okay. Mal schauen, wenn das bei mir leftet. Okay, aber ich habe den Fehler zumindest schon mal gefunden. Das wo? Das übliche Problem, was du wahrscheinlich da auch nicht gemacht hast. Und zwar? Wo du den Tunnel gebaut hast, bist du dann nochmal die Verbindung doppelt, extra doppelt nochmal rübergegangen zum Verbinden? Bin ich 7 oder 8 Mal rübergegangen, ja. Und hast du dann danach Strom dran gemacht? Ja, eigentlich schon, ja. Und bist du danach nochmal rübergegangen? Ich bin gefühlt 15 Mal mit allen möglichen Sachen bei der Sache darüber gegangen, ja. Okay, also ich bin jetzt einmal rübergegangen, jetzt geht's. Komische Geschichte. Wie komme ich aus dem Spiel raus, um das Spiel zu schließen? Du gehst einfach oben links auf die Diskette. Ja. Gehst auf neues Spiel. Ja. Achso, aber neues Spiel, dann kommst du nicht dahin, wo du hin willst, ne? Dann starte ich einfach neu. Habe ich keine andere Option. Okay. Hm.
Das Tolle ist ja, ich habe immer noch 25.000 landwirtschaftliche Güter in diesem scheiß Kohlekraftwerk da drin. Das ist Wahnsinn. Das ist absoluter Wahnsinn. Aber was Das willst du ist machen? auch eigentlich nur, weil die Dinger verhältnismäßig einfach nichts mitnehmen, die Züge bei wirtschaftlichen Getreidezeugs-Dingsbums Ja, da. das stimmt. Das sind ja nur was 300 Tonnen oder sowas, was die mitnehmen. Aber das ja Stückgut ist ja eigentlich noch sogar ein bisschen schlimmer. Die nehmen ja gar nichts mit. Wo habe ich mal ein Stückgutszug hier irgendwo gerade zufällig? Da, 240 Tonnen Stückgut, aber dann auch wirklich schon, wenn das ein Nektozug ist. Das ist eigentlich schon lächerlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sie. Ach, jetzt fangen sie schon an, hier vorne bis zur Bahnkante rüber zu bauen. Aber es wäre echt super, wenn ihr da vielleicht noch auf die andere Schienenseite rüber bauen würdet. Dann sollte ich mir jetzt genau überlegen, muss ich dort unter Umständen das Ding irgendwann mal vielgleisig ausbauen? Oder eher nicht. Große Frage immer, ne? Aber ich glaube mal, passt er nicht. Sich in besser. Du bist ein Flachszug, du bist ein Gerstezug. Na gut, Flachs ist noch ein bisschen da zum Transportieren. Aber was macht ihr? Getreide. Achso, ihr seid ein Zug zur Getreidemühle. Aber ja. Ich glaube, es liegt immer noch an diesen verdammten Eiern, ne? Schön. So ein, zwei Viehhöfe wären echt nicht schlecht. Kann ich mir gar nicht erklären, warum du das sagst. Ja, oder eine höhere Produktion bei den Viehhöfen. Die Hauptstrecke, die ist schon echt. Echt gut voll. Wollen wir einen Test machen?
Drauf auf an, von welcher Test du redest. Ich muss mal ausprobieren. Jetzt hier unten alle reinfahren lasse und oben rausfahren lasse, dann sollte das ja hier stautechnisch ein bisschen besser klappen. Hoffentlich. Und fahren die alle, die von unten fahren, fahren rechts rein und fahren oben wieder raus. Und die alle, die von oben kommen, fahren auch dementsprechend rechts rein und fahren unten wieder raus. Das müsste doch theoretisch klappen. Ja gut, und wenn die belegt ist, dann fährst du halt ein bisschen weiter. Okay, das klappt so lange, wie nicht so viele Züge von oben kommen. Schauen wir mal. Und Aber dann erst in doch. der nächsten Folge. Warum? Weil ich das sage. Toll. Gut, tschüss. Tschüss.